Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns das kommende Bitcoin-Halving an und warum wir vielleicht im Mai schon ein Mining-Desaster sehen werden. Außerdem gucken wir uns sogenannte Digital Collectibles an und warum diese gegebenenfalls unterschätzt werden. Und zu guter Letzt blicken wir noch Richtung Fake News, denn es soll einen Kurs von $24.000 im Iran gegeben haben für den Bitcoin, nachdem Amerika Iran angegriffen hat. Ob das tatsächlich der Fall ist, das gucken wir uns ebenfalls gleich an. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das sehr spannende Thema Bitcoin Halving an. Wie wir alle wissen, werden wir ja im Mai ein Bitcoin Halving erleben. Bedeutet also, dass quasi die Block Rewards ja halbiert werden. Das Ganze ist ja im Jahr 2009 quasi entstanden. Also da gab es noch keine Halbierung, aber da gab es eben entsprechende Rewards von knapp 50 Bitcoins. Danach, 4 Jahre später, 2012, wurde die Anzahl auf 25 Bitcoins reduziert. 2016 ging es dann von 25 auf 12,5 Bitcoin runter. Und nun werden wir im Mai 2020 eine weitere Halbierung sehen. Das heißt also, dann sind das nicht mehr 12,5 Bitcoin pro Block Reward quasi, sondern es sind dann nur noch 6,25 Bitcoins. Und ja, die Theorie ist ja immer noch dahinter, dass wir, wenn wir eine gleichbleibende Nachfrage oder eine steigende Nachfrage haben, aber weniger Angebot, dass dadurch automatisch auch der Bitcoin-Preis nach oben gehen soll. Und hier gibt es nun natürlich auch nochmal in der Retrospektive den ein oder anderen, der sich damit auseinandergesetzt hat und dann eben die Vergangenheit nochmal hervorgeholt hat. Und wir sehen zum Beispiel in der Grafik von Longhash, dass also innerhalb von 12 bzw. von 16 Monaten ein neues All-Time-High in der Vergangenheit tatsächlich möglich war nach der Halbierung. Und das, was wir aber ganz klar hier herausstellen müssen, ist klar, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass es möglich war, aber die Vergangenheit ist nun mal Vergangenheit und muss sich natürlich nicht wiederholen. Bedeutet also, ja, es könnte natürlich sein, dass wir in den nächsten 12 Monaten nach dem Halving also hier tatsächlich ansteigende Bitcoin-Preise sehen könnten. Es könnte aber auch sein, dass es 16 Monate sind oder vielleicht sind das dann auch insgesamt 20 Monate, die das Ganze braucht, bis es tatsächlich zu einer Anpassung kommt. Aber es ist natürlich kein Garant dafür. Es könnte theoretisch auch schneller passieren. Das, was aber viel größere Problematiken aufweist, sind ganz klar, dass die Produktionskosten bzw. der steigende Schwierigkeitsgrad hier quasi ja, größere Probleme natürlich für die Miner bereitet. Wir wissen, dass natürlich die Miner auch ihre Produktionskosten irgendwie decken müssen und wenn wir, so wie es ja aussieht, ja, wenn die Bitcoin Hashrate natürlich unermüdlich weiter steigt und dann irgendwann das Halving kommt und dann dadurch natürlich auch automatisch die Miner dann irgendwann Probleme haben, tatsächlich den Bitcoin gewinnbringend verkaufen zu können, weil zum Beispiel die Nachfrage dann eben sinkt, würde das bedeuten, dass natürlich immer mehr Miner dann anfangen müssten zu kapitulieren, wenn also der Bitcoin-Preis nicht nach oben geht, sondern nach unten. Und sie sind quasi darauf angewiesen, dass wir also dann in Zukunft nochmal in gewisser Weise, jedenfalls wenn es um die Hashrate geht, dass wir dort quasi einen ja, Crash sehen, der quasi dann so die gesunde Selektion bedeutet. Ja, man würde dann also wieder in der Hashrate sinken, würde dann theoretisch wieder die Möglichkeit haben, ja, letztendlich besser und deutlich effektiver und effizienter natürlich dann meinen zu können und könnte dann damit also auch die Produktionskosten decken. Das wäre so die Idee. Bedeutet also, dass wir quasi in Zukunft, wenn das Bitcoin-Halving kein Desaster sein soll oder werden wird, dass wir dann quasi nochmal einen Crash der Hashrate bräuchten, um quasi die Miner wieder gewinnbringend auf den Kurs zu bringen. Außer natürlich, ja, wir haben natürlich eine steigende Nachfrage bzw. eben auch einen entsprechend steigenden Preis, dann könnte das auch eben nicht notwendig sein, aber es sieht gerade so aus, vor allem wenn wir uns den aktuellen Bitcoin-Preis angucken, dass wir hier also nochmal die ein oder andere Veränderung in der Zukunft brauchen. Das ganze Thema wird auch in den kommenden Monaten sehr, sehr spannend bleiben, weil wir eben noch nicht genau wissen, wie sich dann tatsächlich der Markt verhalten wird. Wir brauchen eben auch die Miner, um natürlich die entsprechende Hashrate und so weiter oben zu halten, beziehungsweise grundsätzlich halten zu können, um
eben auch die Sicherheit des Netzwerks hier gewährleisten zu können. Die nächsten Monate sind einfach eine super spannende Phase. Ich freue mich riesig darauf und hoffe eben auch, dass das Potenzial tatsächlich genutzt wird. Aber das werden wir wohl erst in den kommenden Monaten wissen. Wir gucken uns das zweite Thema an und hier geht es um Digital Collectibles und das sind quasi digitale Güter, die also in Zukunft immer mehr oder immer wichtiger werden könnten. Was wir gesehen haben, ist, dass es in der Vergangenheit den ein oder anderen Hype gab, ob es nun ICOs waren, ob es Security Tokens waren, ob es DeFi-Anwendungen waren. Es gibt verschiedene Dinge, die einfach unglaublich viel Hype-Potenzial hatten und das nächste, was kommen könnte, das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich sehr realistisch, sind sogenannte Digital Collectibles. Dabei geht es also um digitale Sammlerstücke, die also jetzt aktuell vor allem im Gaming-Bereich genutzt werden können. Das heißt also irgendwelche kosmetischen Veränderungen und so weiter am Charakter, egal in welchem Spiel. Damit wurde schon in der Vergangenheit unglaublich viel Geld umgesetzt. Zum Beispiel sind wir hier auf Werte von 2,4 Milliarden US-Dollar an Umsatz in 2018 gekommen und wir haben es auch im Krypto-Bereich 2017 gesehen, als dann die Crypto-Kitties hier quasi angefangen haben, die Ethereum-Blockchain lahmzulegen. All diese Dinge sind nun mal ein Resultat eines Hypes. Und die nächste Idee, der nächste Schritt, der quasi folgen könnte, wäre quasi, dass also digitale Sammlungsstücke oder Sammlerstücke nicht eben solche ja, Comic-Avatare oder eben irgendwelche Ingame-Währungen sind oder ähnliches, sondern vielmehr, dass diese Trends dann aus der Mode- und Lifestyle-Industrie kommen würden. Das würde also bedeuten, dass Influencer werden zum Beispiel mit einem Modelabel zusammenarbeiten, sagen wir mal irgendwelche Schuhe, Handtaschen, Uhren oder ähnliches bekommen und dazu bekommen sie dann nochmal ein Token. Das heißt also, diesen Token können Sie dann dazu nutzen, um eben Garantieansprüche natürlich geltend zu machen und eben auch, um grundsätzlich das Gut digital oder in einer digitalen Version nutzen zu können und das eben für die Social Media Kanäle, fürs Gaming oder für Virtual Reality. Das hört sich natürlich sehr, sehr abgespaced jetzt gerade an. Ich denke aber, dass wir in den nächsten Jahren hier auf jeden Fall eine Veränderung des Marktes auf jeden Fall sehen werden. Das Potenzial besteht. Ich glaube auch, dass wir die technologischen Rahmenbedingungen hier bereits geschaffen haben in der Vergangenheit. Es muss sicherlich nochmal den einen oder anderen Antreiber geben, aber ich denke, in Zukunft wird es sicherlich hier die ein oder andere Veränderung geben, vor allem den ersten Gehversuch quasi in der Hinsicht. Und wir sehen eben auch schon, dass Nike als Sportartikelhersteller sich mit dem Thema bereits beschäftigt hat. Sie haben ein Patent eingereicht mit dem Namen Crypto Kicks und haben dann angefangen, also hier quasi verschiedene Features in der Kryptoökonomie aufzubauen und auszuführen. Ja, da geht es zum einen um natürlich einen Crypto Wallet, dann natürlich um Anwendungen für die Collectibles, dann eben Crypto Art und Application Tokens. Und all das soll eben dazu führen, zusätzlich limitierte Editionen von irgendwelchen Schuhen oder ähnliches dann eben auch digital abbilden zu können. Und das ist eben ein Prozess und ein Schritt, der aus meiner Sicht auch in der nächsten Zeit noch größer und relevanter wird, vor allem eben für die ganzen Personen, die dann eben versuchen, sich natürlich hier auch die entsprechenden Modemarken und so weiter zu organisieren, weil sie das eben als ja, Indikator nehmen oder eben als Alleinstellungsmerkmal oder ähnliches. Das heißt also, diese Veränderungen, die werden kommen. Ja, es ist extrem interessant, was hier alles möglich ist mit der technologischen ja, Weiterentwicklung und ich freue mich persönlich auch hierauf, um ehrlich zu sein, einfach diese Schritte zu sehen und eben auch zu sehen, welche Hypes dann in Zukunft ausgelöst werden. Vielleicht kann man davon sogar profitieren, wenn man früh genug die Möglichkeit hat, hier zu investieren oder vielleicht sogar die Möglichkeit, das ein oder andere Digital Collectible eben zu erwerben, um damit mal ein bisschen rumzuspielen. Was mich aber immer interessiert, ist natürlich eure Meinung. Glaubt ihr, dass das realistisch ist, dass das in den nächsten Jahren kommt oder glaubt ihr, das wird noch ein bisschen länger dauern? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wir gucken uns das letzte Thema an und hierbei geht es um Fake News. Wir haben in Bezug auf den Bitcoin natürlich in der Vergangenheit schon häufig irgendwelche Fake News gehört. Nun gab es Fake News, dass also der Bitcoin-Kurs im Iran auf 24.000 Dollar gestiegen werden oder es soll grundsätzlich auf 24.000 Dollar gestiegen sein und das sind natürlich Werte, die sind enorm hoch, weil sie vor allem eben auch das All-Time-High übertrumpfen würden. Und wir wissen, dass wir ja in den letzten Tagen einiges von Amerika und dem Iran
Iran mitbekommen haben. Es gab den einen oder anderen Angriff. Ja, und letztendlich möchte Iran hier auch ja Rache üben. Aber die Politik, die lasse ich jetzt mal außen vor. Hierbei geht es sicherlich viel um Politik, aber das ist eher weniger das, was uns hierbei interessiert, sondern vielmehr sprachen einige Medien davon, dass eben der in dem Fall künstliche Wechselkurs geschaffene iranische Rial und der US-Dollar quasi auf einen Wert von ungefähr 1 Dollar zu 42.000 IRR gewechselt werden sollten. Das würde also tatsächlich bedeuten, nach diesem Wechselkurs, dass der Bitcoin bei 24.000 Dollar liegen würde in dem Land. Aber hier ist eben ein Fehler unterlaufen in der Berichterstattung in der Vergangenheit. Und eigentlich ist es so, dass ein US-Dollar insgesamt 135.000 IRR wert sind. Und damit könnte oder würde man tatsächlich eher auf einen Wert von 7.296 US-Dollar kommen zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann sich natürlich immer verändern. Bedeutet also, man sollte gerade, wenn man irgendwelche News liest, vor allem eben zu sehr hohen Kursen, die eben aktuell irgendwo an irgendeinem Markt tatsächlich verfügbar sein sollen, sollte man lieber noch mal ein bisschen researchen und sich informieren. Und dann ist man, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.